Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Zandland-Stream. Ja, zusammen mit Makaya. Der Stream hat jetzt ein bisschen später angefangen, weil Kaya Probleme hatte beim Join, aber hier steht er jetzt mit seinem Football-Helm. Ich weiß von nix. Wie üblich. Ich weiß von nix. Ich habe keine Probleme gehabt, ich weiß nicht, was du meinst. Naja. Was ist unser heutiger Plan heute? Überfälle und Strom sind unser Plan. Vor allem Strom in erster Hinsicht. Wir wollen heute darauf bauen, dass wir den kleinen Generator hier auf jeden Fall bekommen. Und das Akkuladegerät direkt danach. Aber in allererster Hinsicht erstmal den Generator. Und dafür brauchen wir elektronische Teile und Eisenbahn. Was ist los, mein aufgeschrecktes Huhn? Wie kann man dir helfen? Du flitzt hier gerade so rum. Naja, also warten müssen wir sowieso noch ein bisschen. Ich habe hier, während ich auf Akaya gewartet habe, wieder ein bisschen Holz hier von der Insel gesammelt. Einmal das, was oben war und das, was so gespawnt ist. Und haben jetzt wieder ein bisschen was. Wo willst du hin? Händler. Was willst du denn alles verkaufen? Ich habe einmal alles geplündert, was wir so nicht brauchen. Meinst du jetzt die Deko? Unter anderem und halt die Kleidung. Die ist, glaube ich, nicht so extrem viel wert. Egal. Ich kann die ja eventuell gegen andere Sachen tauschen, die denn nicht so teuer sind. Schmeiß mal kurz den Erzdetektor an. Mein Iron. In der Richtung ist ein bisschen Eisen, wo ich gerade hingucke. Ja, ja, lol, hier gibt es einfach einen Halloween-Event-Händler. Ach ja, fürs Halloween-Event haben sie das auf jeden Fall nochmal umgeändert. Das habe ich gerade eben in den Update-Notes gesehen. Da komme ich auch nochmal eben kurz vorbei. Wir haben hier einen Event-Händler einfach, der alles mögliche Halloween-Zeugs verkauft. Ja, ich komme gerade vorbei. Hallo, meine Hübsche. Kürbiskopf. Rüstung 2, Spinne. Dummer Geist, warum dummer Geist? Ja, hauptsächlich Deko, ne? Oh, die Skelette sehen ja lustig aus. Wir spielen hier übrigens schon ein bisschen nach Halloween, also leider ein bisschen fehl am Platz momentan, aber nice Event. Ich sammle dann mal hier die Bäume ab, ne? Ich fange dann mal oben an. So, ich habe das Teil gerade eben einmal angeschmissen gehabt. In der Richtung da hinten hatte ich gerade eben gesehen, dass dort Eisen sein soll. Ich schmeiß das jetzt dann gehst mal hier holen. Auf den Boden. Erstmal brauche ich Wasser, sonst ersaufe ich. Verdurste ich. Ich habe Deutsch noch hinbekommen, keine Sorge. Kauf die Tüte Deutsch, hat mir auch gehilft. Warte, ich muss die Richtung finden. Naja, ich düse nochmal zum Händler. Okay, ich hab die Richtung. Ich gehe da mal Eisen sammeln. Da, wo das Teil mir sagt, dass Eisen sein soll. Okay, jetzt fahre ich irgendwie wieder dran vorbei. Okay, der Händler ist noch nicht wieder aufgefüllt. Ja, das dauert. Die Respawn-Zeit war doch 3 Tage. Ich denke, das bezieht sich auch auf den Händler. Das wissen wir nicht. Ich muss die Richtung finden, in der das Teil runtergeht.
Okay, ich drücke jetzt weder nach links noch nach rechts. Jetzt geht das Teil wieder in die Höhe. Es gibt einen Ort, da können wir zuverlässig uns die Ressourcen holen, die wir brauchen. Ich habe das überschwemmte Stadtzentrum gefunden. Was denn hier ins Stadtzentrum? Ach, da. Okay, das Teil verwirrt mich. So auf halbem Wege sagt er mir auf einmal, nee, ist jetzt doch nicht da. Und weiß dann nicht, wo er mich hin will. Außer der rechnet eventuell hier auf dem Weg nach unten mit. Möglichkeit besteht. Ab wann geht es denn wieder hoch? Ab hier geht es wieder hoch. Dann gucke ich mal unter mir. Ja, ich komme den Teil näher. Da haben wir Eisen. Reicht, wenn ich 4 Eisenerz bekomme, dann können wir unseren ersten Generator machen. Obwohl die elektronischen Teile fehlen ja auch noch, ne? Ja, in der Tat, das tun sie. Aber ich hätte zumindest schon mal ein bisschen was an Eisen. Ja, der rechnet den Weg nach unten auch direkt mit. Können wir nicht so ein Okay. elektronisches Teilemeter kriegen, das jeden Teil ausspülen kann? Nee, können wir nicht. Das wäre doch der Dream. Freust du dich? Endlich haben wir Strom. Ja, endlich sind wir nicht mehr in der Steinzeit. Alles bis zu dem Zeitpunkt, wo wir Strom haben, ist für mich Steinzeit. Auch wenn ich schon eine moderne Schusswaffe habe. So, Komponenten brauche ich einmal. So, es ist Zeit für einen Generator. Und der braucht Benzin. Wow, wie gut, dass wir da ja sowas von keinen Mangel haben. Aber wenigstens steht da schon mal her. Ah, okay, der Draht, der funktioniert so. Du gehst einmal dran und dann ziehst du dir einfach so eine Linie. Eine endlos lange. Ich habe das mal mit dem Recycler schon mal verbunden. Man braucht auch nur einen Gummi dafür, für die ganze Strecke. Ich frage mich nur nach wie vor, wo wir die Advanced Parts herkriegen. Entweder Händler oder irgendwo ein Rezept, das man zufällig vielleicht in der Gegend findet. Ich würde sagen, irgendein Händler hat das. Hi, wie geht's denn so? Wie geht's denn so, Mr. Pumpkin Man? Spooky, scary skeleton, bitte. Wollen wir uns dann mal aufmachen, eventuell einen zweiten Händler zu finden, der vielleicht das Benzinrezept hat? Könnte man theoretisch machen. Oder zumindest diese fortgeschrittenen Teile. Wo könnten diese fortgeschrittenen Teile sonst hergestellt werden? Vielleicht ist Wir der haben es. Recycler ja so, dass er Sachen recycelt und zu diesen Teilen macht.
Halt wie die Möglich, Müllwürfel bei aber Rift. irgendwie habe ich da nicht so das Gefühl. Wäre aber auch eine Möglichkeit, oder nicht? Dass der, die dann wie der Müll, mit dem Müllwürfel bei Raft ist. Unmöglich finde ich es nicht. Also das nächste Mal Benzin sollten wir auf jeden Fall in das Ding da schmeißen. Ja, praktisch wär's zumindest. Naja, Akkuladegerät ist unser kleinstes Problem. Ja, die elektronischen Teile dafür habe ich jetzt gerade. Aber das Problem ist halt das Benzin für den Generator zu finden, weil das ist irgendwie sehr rar. Das zeigt mal wieder, wie sehr du auf unsere Basis achtest. Nicht. Oder hast du jetzt welches gefunden? Nee, aber es steht da schon lange so ein Akkuladegerät in der Basis rum. Ja, ich war eventuell gerade bei den Apartments. Wie soll ich da denn wissen, was bei der Basis passiert? Weil das schon da stand, bevor du da warst bei den Apartments. Das habe ich direkt gebaut, nachdem du den Generator ge fertig gemacht hast. Weil Naja, dafür, dafür war ich nämlich beim Händler für die vier elektronischen Teile, die er immer mal wieder verkauft. dann hole ich mal den ganzen Schwefel raus und verarbeite so viel davon, wie es geht, zu Schwarzpulver. Und Benzin ist auch nicht so das große Problem. Ich komme gerade mit ein bisschen was zurück, da ich nämlich genau deswegen bei den Highway-Passagen rumschimmel. So. Habe jetzt mal auch wieder ein bisschen Schwarzpulver hergestellt. Weil Highway-Passagen ist eine ganz gute Quelle für chemische Substanzen und Benzin. Ist zwar keine zuverlässige Quelle, vor allem nicht Richtung Endgame, aber für aktuell ist es eine akzeptable Quelle. Könnte aber auch besser sein. Also so ist es nicht. Ich habe eine Schule entdeckt. Wollen wir zusammen lernen gehen? Ich glaube nicht, dass wir da das bekommen, was wir gerade bräuchten. Übrigens, weil du es definitiv sonst nicht Hallo, mitbekommen wirst. Mr. High! Weil du es definitiv sonst nicht mitbekommen wirst, ich habe ein Rezept für ein neues Boot gefunden. Sehr teuer. Wir brauchen 10 fortgeschrittene Teile dafür, denn diese gesägten Holzplanken, 10 mal Stahl und 10 Electronics. Also das Boot ist, glaube ich, erstmal eine ziemlich lange Zeit lang ein No-Go für uns. Ich hab einen Hai erschossen. Tod dem Hai. Er hat mich Wenn er gebissen, dafür musste gestorben er ist, hat er. sterben. Wenn er gestorben ist, hat er es verdient zu sterben. So einfach ist das. Hier sind auch ein Das paar ist der. Autos. Hast du eigentlich einen Footballhelm? Nee. So. Was ist das denn für ein Also komisches hast du dir Häuschen? keinen gecraftet, oder wie? Nee. Ich finde es auch lustig, dass unsere Insel, wo wir die ganze Zeit drauf wohnen, einfach nach wie vor wieder nicht geclaimed ist, obwohl da eine Flagge drauf steht. Aber die Insel, die wir von den Mutanten geholt haben, die ist geclaimed nach wie vor. Diese Kugel da sieht auch interessant aus. Will ich die von hier aus treffen? Ja, ich treffe die von hier aus. Ich snipe die einfach. Dann können wir hier looten. Ja, aber warte mit dem Looten dann zumindest auf mich. Ich war eh gerade ein bisschen näher ran, damit ich besser schießen kann. Aber nicht zu nah, dass die mich wirklich bemerken. Du siehst ja, wo mein Boot ist. Ja, aber noch kann ich nicht dahin kommen. Hast du den Generator jetzt mit Benzin versorgt? Nein, noch nicht. Diese Feiglinge, die CPU ist schlau. Ich habe eine Polizeiwache gefunden, was?
Okay, dieses Teil ist nervig laut. Ja, unsere Basis wird angegriffen, stand hier gerade. Kann nicht sein, ich habe Raids ausgemacht. Wahrscheinlich Ja, weil eher, ich dass habe hier ich gerade deren Basis angreife. Nee, ich habe da gerade eine rote Message bekommen, your base is under attack. Ich fahre mal zurück. Dann hätte ich noch mal einen Grund, eben kurz neu zu starten. Wenn er jetzt wirklich angegriffen wird. Nee, Gegner sehe ich hier keine, also so ist es nicht. Es hieß nur halt, dass die Basis angegriffen wird, aber keine Gegner sind da, also. Eventuell war es halt, eventuell hätte jetzt uns Gegner überfallen, wenn wir tatsächlich eine Basis, wenn wir die tatsächlich angehabt hätten. Hier die Plünder und sie können nix. Ja, komm doch noch mal hier vorne hin. Übrigens kannst du dein eines Tactical Hemd da zurückhaben, was ich dir geklaut habe. Ich habe mir nämlich jetzt ein eigenes gesucht und gefunden. Einer tot. Die verstecken sich die ganze Zeit hinter den Scheißfässern. Sehe dich da oben. Wenn du gerade an der Base bist, kannst du mir Munition fürs Gewehr mitbringen? Ich habe kaum noch welche. Da muss ich erstmal wieder komplett frische herstellen. Und Schon wieder einer ja, tot. unser Kupferstand ist auch nicht mehr so hoch, also da müssen wir auch wieder was besorgen gehen. Oh, da versteckt sich wieder feige hinter dem ganzen Scheiß. Das jetzt so, wo sind meine Granaten? Ja, komm, zeigt eure Hülsen. Okay, wieder einer tot. Ich glaube, nur noch einer ist hier. Zumindest sehe ich nur noch einen. Verstecken sie aber auch die ganze Zeit, wie die hinterletzten Feiglinge. Kann ich mit, selbst mit dem Gewehr die schlecht abschießen? Hier unten gammelt auch noch einer. Ich weiß nicht mal, wo wir das ganze Scrap Metal lassen wollen. Aim. So. Okay, nur noch der oben. Alle anderen habe ich definitiv verschossen.
Und was wir von dem Teil da bekommen, wo wir scrappen, ist einfach nur Scrap Metal. Zumindest von dem, was auch immer du da reingeworfen hast. Ich habe Armbrustbolzen einfach reingeschmissen. Vielleicht hängt es auch ab von dem, was wir da reinwerfen, was wir bekommen. Das kann ich so gerade zumindest nicht bestimmen. So, warst du der Letzte? Nee, da ist noch eine Dame, die ich gerade abgestochen habe. Magst du einmal zu mir fahren? Wir können hier die Base plündern. Ich habe die gerade komplett alleine eingenommen. Ja, ich muss nur vorher noch mal ganz kurz woanders hin. Dann komme ich rüber. Oh, elektronische Teile, wie schön. Naja, man kann es ja auch so sehen, ne? So hat ja das Zeug trotzdem mal endlich eine Verwertung, ne? Oh, hi. Ist doch noch einer hier. Mann, fängt die Rüstung echt viel ab. Ja, wir haben jetzt ein kleines Problem. Wir haben keinerlei Kupfer mehr, also da müssen wir echt Neues besorgen. Boah, wie Also viel was Kupfer Munition? angeht, sind wir gerade echt im Eimer. So, hier deine Ausrüstung, da kannst du wieder haben. Hä? Was? Ich bin gar nicht in deiner Nähe. Ich hab die dir auch nur in die Ausrüstungskiste geworfen. Laut meinem Erzdetektor ist bei mir in der Nähe irgendwo Kupfer und so weiter. Okay, ja, also man kriegt abhängig von dem, was man da reinwirft, Sachen und Kleidung kann man nicht kaputt machen. Was hast du denn jetzt als zweites da reingeworfen? Black Powder Muni. Einfach nur zum Gucken, was hast du denn bekommen? Ich habe Scrap Metal und halt Schießpulver zurückbekommen. Und wir können scheinbar auch nur Sachen reinwerfen, die wir halt craften können. Wenn ich das richtig gedeutet habe. Ich wollte eigentlich da vorne nochmal gucken, was diese Riesenfestung Ja, die da wollte ich ist. mir Was auch angucken, aber mein Inventar ist komplett voll. Also ich kann echt gar nichts mehr mitnehmen. Und ich müsste auch mal neue Munition für mein Gewehr herstellen. Weil da habe ich auch nur noch 10 Munition. Wir haben aktuell so quasi kein Kupfer mehr. Also wir sind wirklich komplett kupfertot. Okay, das ist die Sklaverei. Die Sklavenhändler. Warte mal, das sind doch auch vom Prinzip her Händler, oder nicht? Meinst du, die sind uns freundlich gesinnt? Nee, definitiv nicht. Sonst wäre das nicht rot. Ja, hier erscheint auch die Kampfmusik. Ich könnte mir nur vorstellen, dass die Sklaventreiber selbst, wenn gute Waffen haben, die Sklaven selbst nicht. Ich habe mir noch mal die drei Electronics mitgenommen. Okay, jetzt ist meine Stirnlampe leer. Ansonsten verschrotte ich die Stirnlampe und mache eine neue. Zur Not kannst du dir erstmal meine Pistole aus meinem Boot nehmen. Standen alle relativ weit oben. Ich glaube, ich sehe jetzt schon gerade Rotalgen. Wieso komme ich hier durch diese kleine Lücke nicht durch? Aber schon wieder zu viele Donuts verspachtelt. Ja, das hast du.
Tot. Da kam ein Speerkämpfer von hinten, den ich nicht gesehen hatte. Und jetzt muss ich den ganzen Weg schwimmen. Jetzt konnte ich die Batterie entfernen, als ich die, ich habe aus dem Generator die eine Batterie rausgenommen und damit konnte ich dann die entfernen. Ich glaube, die Batterie, die ich gerade drin habe, die zählt nicht wirklich als eine Batterie in der Lampe. Na, wie gesagt, den Weg, den muss ich jetzt schwimmen. Freue ich mich schon drauf, außer du sammelst mich einmal auf. Kann ich nicht, ich prügel mich hier gerade mit denen. Oh, ich brauche eine Weile, bis ich bei dir bin, ne? Okay, ich sehe den ersten Typen. Ich weiß, von wo aus ich schieße. Vielleicht sehen sie mich auch von unter Wasser aus nicht so wirklich. Die grüne Kiste hier nehme ich mit, bevor ich vergesse, wo sie ist. Ach, da oben steht er. Ja, genau, der hat mich erschossen, weil ich ihn nicht mal ansatzweise vorher gesehen habe. Der ganz oben steht. Er ist tot. Von meiner Stelle aus sehe ich die nicht. Einer kommt, glaube ich, gerade zu dir runter. Nee, sind schon alle tot. Nee, da war noch einer, definitiv. Ich habe gerade einen rennen sehen. Wärst du das gewesen, wäre dein Name gewesen. Die Kampfmusik hört auch auf, wenn alle tot sind. Ich sehe hier aber nirgends vor. Wie gesagt, da ist einer langgerannt. Das war wahrscheinlich ich. Wie gesagt, die Kampfmusik hört auf, wenn alle tot sind. Ach, hier ist dein Loot. Ja, den lasse ich mal. Aber hier ist eine High-End-Kiste, so wie es aussieht. Und ich... Ja, Junge, die ist wirklich High-End. Die musst du auch holen. Hier ist einfach eine Military-Granate drin. Eine richtige Granate? Nicht einfach nur eine improvisierte? Und ballistische Fasern. Bei mir ist da nur ein kaputter Polizeihelm und eine Betäubungs-SMG. Bei mir ist da auch ein Polizeihelm, aber auch ballistische Fasern für zwei Polizeihelme. Eine Broken Pump Shotgun, eine Military-Granate. Und meine Tasche ist voll. Ja, ich kann nichts mitnehmen. Wir müssen. Ich muss eh nochmal runter wegbringen. Sind die Leichen noch da? Ich würde die zumindest noch eben schnell looten. Nicht jede Leiche lohnt sich da jetzt. Die geben alle Munition, gratis Muni. Die lasse ich doch nicht zurück. Munition lohnt sich immer. Einer rennt hier 100 pro noch rum. Also ich gehe jetzt so oder so erstmal meine Tasche leeren. In der vollen Tasche kann ich hier nichts machen. Nein, warte, denn kommen wenigstens trotzdem noch heute. Da oben sind noch mal fortgeschrittene Teile. Oder kann ich bei dir eventuell was reinschmeißen? Nicht wirklich, lass es lieber. Doch, die ballistischen Fasern kann ich bei dir mit reinschmeißen. Ich guck einfach, das, ob wir was doppelt wir haben, das schmeiße ich dann rein. Das, was da noch reingeht, kannst du reinmachen, aber... Ich glaube, ich weiß jetzt, was du meinst, dass du da nicht durchkommst. Hier ist einmal eine Tür und einmal ein Fenster und bei beiden kommt man nicht durch. Ja, es sieht aber so aus, als ob man durch könnte, ne? Ja. Aber dann siehst du auch jetzt gleich mal, wie die Behälter aussehen, bei denen man die fortgeschrittenen Teile bekommt. Eine Sache passt bei mir tatsächlich noch aufs Boot. Eine einzige. Boah, hier sind nochmal elektrische Teile, die nehme ich auch mit. Aber Sklaven haben wir hier herzlich wenig gesehen, würde ich mal behaupten. Wir sind ja nur die Sklavenhändler. Offenbar müssen sie die Ware noch holen. Oder sie wollten uns zur Ware machen. Hier ist nochmal ein bisschen chemische Substanzen.
Und hier ist auch übrigens noch meine Waffenkiste, die sollten wir auch noch mal mitnehmen. Also diese zwei Sachen sollten wir hier auf jeden Fall noch mal mitnehmen. Und hier ist ein Tresor. Sonst habe ich hier theoretisch nichts weiter gesehen, was irgendwie wirklich wichtig wäre, dass wir es mitnehmen. Ich würde trotzdem alles mitgehen lassen. Und da ist das Jetski-Bauplan drin in dem Teil bei mir. Du kannst dir du kannst mir einmal die Füße küssen. Bei mir ist ein Militärrucksack Stirb! drin. Dies, ich sagte doch, es Ja. lebt noch einer. So, bist dran. Ja. Dann weg damit. Und du darfst jetzt einmal Füße küssen, Bauplan Militärrucksack. Ja, Küsschen aufs Nüsschen. 10 Stoff, 6 Leder, 6 Gummi. Wir Das können das haben für wir uns beide. sogar, Ja, wir können das für Alter. uns beide sogar einmal machen. Die Frage Ich ist, wie weiß viel nicht, mehr ob wir so Inventar viel Platz. Leder haben. Hallo, Ich weiß Schloch. nicht, ob wir so viel Leder haben. So, wo ist die Waffenkiste? Da. Arschloch, was hast du dabei? Essen, essen, mitnehmen. Schön, dass du sie genauso begrüßt Vier Waffenteile sind bei mir drin. wie ich. Ja, ich freue mich über das rauchlose Pulver. Du kannst die Waffenteile von mir mitnehmen. Ich gucke gerade hier. Hier ist nochmal. Ja, das ist das, was ich meinte. Da sind die Teile drin, die wir suchen, die Ich kann es nur fortgeschritten. mit dir öffnen. Ich kann nichts davon mitnehmen. Ich kann es auch nur erstmal öffnen und nicht alles mitnehmen. Wollen wir einmal eben kurz zurückgehen, Tasche leeren und Nee, nochmal das passt hinkommen? schon. Wir können theoretisch alles mitnehmen. So ist es nicht. Also, Also, wir ich können sitze das hier jetzt noch dran. mitnehmen. Ich auch. Ja, mitnehmen musst du. Die fortgeschrittenen Teile, die würde ich jetzt auch für die Forschung nehmen und nicht für das andere. Also, da ist jetzt nur noch Gummi, das können wir hier lassen, da haben wir eh genug. Also, Gummi, da haben wir jetzt keinen Mangel. Da bist du doch, das siehst du doch auch so, oder? Und wir haben einfach drei Police Helmets bei mir im Inventar. In meiner Kiste. Und 15 ballistische Fasern. Ja, lecco mio. Ist in den Ich werde mir Containern sowas. eventuell was drin? In dem oberen? Nö. Ich werde mir sowas von dem Polizeihelm machen. Kannst mir direkt mit einbasteln. Aber erstmal gehen wir zurück und lernen unser Inventar. Was hast du denn da ins Meer geworfen? Das ist Scrap Metal. So. So, wie teuer bist du eigentlich? Warte mal, Ich habe was wichtig ja ist. gefunden. Okay, wir machen uns jetzt. Wir könnten uns das Jetski machen. Dann haben wir eine schnelle Geschwindigkeit, allerdings kein Storage und es ist nur für eine Person. Bin ich nicht für. Ich bin dafür, dass Je nachdem, wie Zeug. viel der, je nachdem, wie viel der Military Backpack hat, ist das nicht so schlimm. Ich bin halt wirklich dafür, dass wir zuerst hier die Forschung auf die letzte Stufe bringen, bevor wir irgendwas anderes mit diesen Teilen machen. Du brauchst dafür keine fortgeschrittenen Teile. Das Jetski braucht lediglich Eisenbarren, Achso, Komponenten und Scrap Metal. du meinst den Jetski? Ich dachte, du meinst dieses andere, dieses Bowrider oder wie das hieß. Nee, das Jetski, das habe ich nämlich eben in dem Tresor gefunden. Okay, ich habe hier unbekannte Ruinen auf dem Weg einfach nochmal freigeschaltet. Ich bin gerade auf dem Heimweg. Ja, und die Police Station gehen wir direkt, nachdem wir ausgeleert haben, plündern. Das, was wir da alles finden werden, das kann richtig geil werden. Guck mal gerade was auf der Karte. Neptun hat nur noch 19%. Also es könnte sein, dass das Metall wieder da ist. Wir warten aber mit Neptun noch ein bisschen. Also fürs Kupfer würde ich ja schon hinfahren. Ja, Kupfer brauchen wir halt gerade. Das ist ein bisschen problematisch, ich weiß. Kupfer werden wir immer brauchen. Für die Munition allein schon. Ich habe die unbekannten Ruinen jetzt auch gerade gesehen. Aber hat der Jetski denn überhaupt eine Kiste? Nein, das steht ja auch in der Beschreibung. Das habe ich auch genauso erwähnt gehabt, übrigens.
Ja, ohne Kiste würde ich den Jetski jetzt nicht unbedingt haben wollen. Klar, Geschwindigkeit, aber wenn man dann keinen Stauraum hat. Ich will mich überraschen lassen mit dem Militärrucksack. Ich kann nicht immer alles mitbekommen. Kennst mich da. Gummi haben wir keine Probleme. Warte mal. Hier, guck mal, das ist die moderne Granate. Wir haben ein Radio an unserem Bett. Hier, guck, das ist die Militärgranate. Ich sehe sie nicht. Du weißt jetzt nicht, dass ich sie deswegen werfe, oder? Kannst sie droppen und ich kann sie selber immer in der Hand halten. Ich will sie aber wieder haben. So, die Batterie kommt jetzt erstmal in meine Stirnlampe. Ja, eine normale Granate. Ich tue sie in die Crafting-Kiste. Akaya, hier, ich hab dein Kinderfahrrad gefunden aus alten Zeiten. Da hinter dir. Bleib mir weg damit, ich hatte nie ein Dreirad. Ich dachte, jetzt kämen eigentlich so Freudenschreie. Guck mal, hier in das So. Holzregal könnten wir sogar ein bisschen was von dem Scheiß rein drauf tun. Dann braucht das nicht in der Kiste gammeln. Ich habe gesehen, dass das geht. So, du wolltest ja auch ein El Policia. Komm her. Warte. Hier. Habe ich hinter dich gedroppt. Haben wir sogar zwei Kerzenständer? Guck mal, sie haben ein Zuhause gefunden. Ja, wie ist nicht besser als der Eisenhelm? Hey, Recycler, ich hab was Schönes für dich. Da ist schon was drin gerade. Da ist mein alter Footballhelm drin, den wir nicht mehr brauchen. Also ich nicht und du auch nicht. Kaputte PMs haben wir auch schon mittlerweile viele gefunden. Ja, also wir sollten mal gucken, wie gut man die beim Händler verkaufen kann. Was gibt's zu lachen? Den kaputten Footballhelm habe ich zurückbekommen. Wow. Und sonst nix, oder wie? Doch, auch das Metall und so, aber ich habe auch den Helm zurückbekommen. Solange keine Batterie am Laden ist, habe ich jetzt mal nur den Recycler da drin, damit wir mal die Kiste ein bisschen leeren können. Übrigens, ich habe eine Überraschung für dich. Hier. Was mit. Ah, danke. Die brauche ich. Ich hab mich jetzt nämlich umentschieden. Ich spiele jetzt nämlich hier mit. Hast du eine Shotgun gefunden? Ja. Und für die Shotgun ist die Muni auch nicht so teuer. Da brauche ich auch kein Kupfer. So, das ganze Benzin, was ich gefunden habe, schmeiße ich mal in den Generator. Der ist gerade meine Kiste. Also meine Bootskiste. Ah, gut Glück, ich hatte noch drei Leder in meinem Boot. Hast Glück gehabt. Ups. Ich hab nicht übertrieben mit der Shotgun-Muni. Ich bin nicht schuldig. Aber der Militärrucksack ist ja zehnmal so viel Platz. Nee, eine Reihe. Dann schmeiße ich mal den alten Rucksack da rein. Ich hab hier eine Krabbe gesehen. Ich will Shotgun testen. Okay. Da ist sie.
Tot. Ja, ich habe die Krabbe gewonshottet. Die Wahrscheinlich Shotgun auch scheint stark. Close Range sehr gut. Ich hatte Kupferbarren Ja. noch. Habe ich irgendwo nebenbei auch mal gefunden. Wir So, ziehen in den Krieg. die wollten Krieg haben, jetzt kriegen sie ihn. Wir haben Wir beide haben unsere eine fetten Polizei. Gewehre. Du für den Nahkampf, ich für den Fernkampf. Und wir haben beide unsere dicke Rüstung. Naja, außer unsere Hose. Ja, die Hose. Die Hose ist noch gewöhnungsbedürftig. Die ist auch saisonfähig. Ich frage mich, wie hoch die Reichweite von der ist. Also das alte Jagdgewehr hatte schon richtig hohe Reichweite. Wenn wir das da einnehmen, dann könnten wir da eigentlich auch hinziehen. Gucken wir die Insel erstmal an, während wir sie raiden, wie gut die so aussieht und so. Da ist auch richtig viel, wo wir Deckung haben könnten. Ja, aber überleg mal auch das Problem, das ist so, abgesehen von zwei weiteren Inseln, somit die am weitesten abgelegen von allen anderen ist. Wenn, sollten wir eher sowas Mittiges nehmen, ne? Ja, was So, mittiges groß ist. in der Nähe von den unbekannten Ruinen war doch, glaube ich, auch noch eine größere Insel. Können wir im Nachhinein noch So, gucken. wir gegen den Erlöser-Clan. Wir erlösen den Erlöser-Clan. Ich würde sagen, wir parken hier beim Highway. Da können wir erstmal spähen. Ja, und dann über den Highway die Raiden gehen. Ich komme da nicht drauf. Nö, du bist einfach nur. Ich würde sagen, works smarter, not harder. Okay, das funktioniert auch nicht. Aber Ah. hier. Sag ich doch, work smarter, not harder. Warte mal, Fernglas. Ich spähe mit dem Fernglas. ach du Kacke, hier bin ich im Boden. Ich auch. Oh, was ist da denn Schönes drin? Ach, ein Metallschrott. Aber gewaltig viel. Okay, ich sehe da direkt schon mal ein Kupfererz und ein Eisenerz. Meinst du, wir schaffen den Sprung? Warte mal, kann ich hier eine Plattform setzen? Wäre zu schön, ne? Klappt nicht. Wäre zu schön. Eine Plattform kannst du auch nicht setzen. Okay, da in dem Gebäude sehe ich zwei Leute. Einer ist auf der obersten Etage und einer ganz unten. Bei den Häusern davor sehe ich niemanden. Siehst du in den einen, in den geöffneten ganz rechts, den blauen? Ich weiß nicht, ob du ein Wo? Fernglas dabei hast. Ich hab eins. Und Ich sehe da hier ist auch noch einer ganz versteckt drin. bei dem Gebäude, was da ganz offen ist, ganz links hier, wo auch die Rampe vor ist. Meinst du das? Ich meine so knapp beim zweiten Hangar. Da in dem Teil steht einer drin. Ich meine hier das kleine Gebäude mit der Rampe davor. Da ist auch einer auf der obersten Etage. Ist da drüben? Naja, wir kommen da doch eh nicht rüber. Warum kann ich nicht springen? Warum springe ich wie ein Rentner? Oh, ich habe direkt sogar Strom entdeckt. Elektrische Teile. Hast du eine grüne Box gesehen? Ja. Yep. Direkt bei dem Ich Strom. weiß, von wo aus ich weiter spähen will. Ich will gucken, ob ich auf den Felsen hier drauf komme. Da sehe ich auch nochmal Eisen. Aber von hier aus können wir noch besser spähen. Ja, ne, Aber erstmal die Lage übersicht. da auf dem kleinen Teil mit der langen Rampe, da ist ganz oben einer, direkt neben der Ja, Rampe. den habe ich gesehen. Ganz unten in dem Gebäude steht auch einer, so im Schatten. Der da vorne bei den Karo-Dingern, der hat nur eine Axt in der Hand. Brauchen wir nicht zu priorisieren. Hinter dem Baum in dem blauen Teil war auf jeden Fall einer. Den habe ich vom Weiten Er hat schon keine gesehen. Axt in der Hand, das ist ein Knüppel. Da bei diesem blauen Bei der Brücke Gerüst ist da, einer. bei dem blauen Gerüst steht auch einer mit einem Knüppel. Das ist eine Brücke. Eine Brücke zählt Aber als ein ja, Gerüst.
Ja, aber ich weiß, wen Ich du meinst, ja. Oh. könnte mir auch vorstellen, dass in den Lagerhäusern welche drin sind, aber ich glaube, die kommen erst raus, sobald die hier draußen tot sind. So. Ich wäre dafür, dass wir erstmal den in den Gebäude auf jeden Fall ausschalten, Nee, lass weil der erstmal hat eine den einen Knarre. da hinten machen. Den ganz hinten. Ja, den auf dem blauen Brückengerüst. Ich habe ihn einmal angeschossen. Der Rest bewegt sich auch nicht. Der ist tot. Okay, dann versuche ich mal den abzuschießen, der da hinten drauf steht. Okay, Der hier ist eine ein Knarre hat. Polizeiauto. Hier ist ein Polizeiauto, das plündere ich schon mal. Ich frage mich gerade, auf welchen grünen Punkt ich hier gucken muss. Den kleinen oder den großen? Ich glaube auf den kleinen. Kann es sein, dass er gerade so aus der Reichweite ist? Okay, ich habe ihn auf jeden Fall schon drei Schüsse in den Kopf versemmelt. Okay, Okay, der sag, Schütze bei wenn. dem Gebäude ist tot. Dann hole ich mir den da drunter. Kümmer du dich um den beim Container. Ich sehe ihn gerade schlecht wegen dem Baum. Schießt dich schon mal tot. Also okay, den Knüppeltypen beim Container, der auf dich zurennt, den habe ich schon angeschossen. Der sollte nicht ihr Leben haben. Da sind welche mit Automatikgewehren auch hinter dem Gerüstgebäude, wo ich hier gerade war. Dahinter sind welche mit Automatikgewehren. Habe ich doch gerade Da brauche einen. Da, da sehe ich dich doch. ich brauche da auf jeden Fall Feuerschutz hinter dem Gebäude. Das kann ich Ja, so ich habe hier gerade nicht. gerade einen gesniped. Ja, ich sehe gerade den Okay, anderen ich zieh mal ein bisschen Typen. weiter nach vorne. Der Typ mit der Keule ist tot. Ich habe mich jetzt mal Oh, auf das kaputte Gebäude hier gesetzt. Ich sehe aber von hier dir, ist schon glaube mal ich. eine Waffenkiste. Warte, da kommt einer gerade zu dir. Und hinter dem blauen Teil ist einer. Da gammelt einer. Links, Ich kann ihn leider rechts. nicht anvisieren. Links oder rechts? Rechts rum. Warte, jetzt kann ich. Der hat nur einen Knüppel. Tot. Das ist kein Knüppel, das ist ein Morgenstern. Warte, Die haben hier schon fortgeschrittenere Waffen. ich habe da noch einen gesehen. Ja, ich sehe da noch einen. Aber in einer anderen Himmelsrichtung bei einem Container. Dann schieße ich ihn mal kurz Okay, kaputt. also in jedem blauen Container, in den beiden blauen Containern, in denen ich bisher war, waren Waffenkisten. Ist bei dem Gebäude da mit der Rampe noch irgendwer in der Nähe? Nein. Dann ziehe ich Nur hin. dahin mal um. Nur hier hinter Okay, eventuell. irgendwer hat mich gerade von der Seite angeschossen. Müssen die sich immer in die Bäume setzen, dass ich die kaum sehen kann? So, ich sitze jetzt. Ich kann da nicht rein. Zwei weitere Tote. Warum kann ich da nicht rein? Einer von denen hatte eine Shotgun, übrigens, der andere eine Pistole. Mann, ich wollte da rein. Ich kann da nicht rein. Da ist eine Kiste drin. Setze ich mich halt auf die Cargo-Dinger. Da ganz hinten sitzt noch irgendwo einer. Ich glaube, das ist der Ja, den letzte. sehe ich. Ja, jetzt sehe ich ihn auch. Nee, da ist noch einer. Ich schnapp Sitzt er mir schon wieder den dahinter? hier. Ach du Kacke, der hat ein SMG. Und tot. Ich lade mal eben Also kurz nach. die haben es tatsächlich mehr hinter den Ohren. Der Erlöser-Clan, der kann auf jeden Fall was. Aber wir auch. Hier in dem Loch, da sitzt einer.
dort. Wann halten die aus? Die schimmeln hier auch mit SMGs rum, teilweise. Und hier waren noch mal zwei Tote in dem Loch. Die haben alle Pistolenmuni dabei, vor allem. Stimmt, sollten die auch mal irgendwann looten. Irgendwer schießt, glaube ich, gerade auf dich. Nö, der ist tot. Musste gerade nachladen mit der Shotgun, also habe ich ihn weggesperrt. So, wo liegen die ganzen Leichen denn? Also irgendwo rennt noch einer rum. Sonst wäre die Kampfmusik schon weg. Warte, der hat eine Armeeweste hier, der eine. Als ob der eine Armeeweste hatte. Der, wo? Der hat eine kaputte Armeeweste, der in dem Loch gestorben ist. Ich hab den fehlenden. Der war nur mit einer Keule ausgerüstet. Hat die Musik aufgehört? Ich bin gerade nicht bei dir in der Nähe. Hast du die Musik nicht an? Nö. Die Musik nervt mich meistens eher. Aber dass du Lacker eine Armeeweste bekommen hast, das ist jetzt ein bisschen nervig für mich. Nee, ich glaube, wir haben ja alle tot. Die Musik ist auch hier unten hinten weg. Wir sind hier fertig. Die sind alle tot. Aber hier gibt's richtig viel Benzin und den ganzen geilen Kram. Ich hab nochmal ein Nachtclub-Schild gefunden. Also hier gibt's Benzin, hier gibt's den Chemieabfall. Ja, ich habe gerade auch nochmal ein Benzinfass gefunden. Jetzt kommen wir zu dem großen Radlader. Nee, irgendwer lebt hier noch. Hier beim ersten Hangar habe ich die Musik. Hier lebt irgendwo noch einer. Na, bei dem Teil. Nicht mit mir. Irgendwo gammelt hier einer. Warum haben wir für einen Europäer? Einen europäischen Kronleuchter. Also ich habe hier die Kampfmusik. Lass erstmal hier die Kisten nehmen in dem Gebäude. Der kann nur von vorne reinkommen, also. So, bin dran. Ja, ja. So, als nächstes hier. Ja, da ist bei mir ein Bauplan drin. Bei mir auch und teurer Wein. Dann ist bei dir mehr drin als bei mir. Bei mir war es nur ein Bauplan. Scrap Metal, nee, nehme ich nicht mehr. Brauchen wir nicht. Aber da bin ich interessiert, was das ist. Auch einfach nur Scrap Metal, okay. Ja, ein größerer Haufen. Ja. Hier ist nix. Ist ein Sister hier irgendwo außerhalb? Das tut er. Ich wurde hier hinten nämlich irgendwo abgeballert. Die elektronischen Teile nehme ich instant mit. Oh, hier ist eine große Kiste bei mir in dem blauen Container. Wo gammelst du? In dem blauen Container gammel ich. Nicht du. Hab ihn. Der war genau hinter dir. Hi. Der hat einfach zweimal was von Wert bei sich gehabt. So, komm jetzt hier in den Container rein. Ich erhebe meine Fackel. Ja, hier ist der Master Loot. Oh! Nee, das ist nicht die erste Kiste hiervon. Ja, okay, Broken Tactical Helm. Ist klar. Ich hab was Besseres für dich. Taucherflossen. Was? Bauplan. Bessere Schwimmflossen. Ja. Schwimmen so schnell wie ein Fisch. Und den können wir auch locker herstellen. 10 Gummi und 6 Klebeband. Wir so, hier unten ist noch eine geile Kiste. Hier in dem wahrscheinlich, ne? In dem Container auch. Wir haben den Loser-Clan besiegt, Akaya. Ja, und bei mir ist hier nur Müll drin. Bei mir ist eine Polizeiweste drin, die DEG-45 und teurer Wein. Mach kaputt, bei mir ist da nichts Gutes drin gewesen. Hätte sich gar nichts davon gelohnt. So, und hier ist nochmal eine große Kiste. Hier ist nochmal ein Tactical Helm für mich drin. Die Insel hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, auf jeden. Bist dran. Ja. So, das kann weg. Das kann weg. Ja, Also bessere Schwimmflossen. das war jetzt wirklich. Wie viel Klebeband hast du noch? Ich habe Ah, nee, ein. Klebeband habe ich auch. Das, ich habe jetzt auch die Schwimmis. Endlich. Bessere Flossen. Nee, Gummi. Ein Reifenhaufen mit Gummi. Nee, braucht man nicht. Wir müssen langsam echt abwägen, was für Ressourcen wir ak aktiv brauchen und welche wir einfach, naja, sagen wir mal, da lassen können. Weil Scrap Metal, das können wir an jedem Ort besorgen. Das nehme ich jetzt nicht mit. Das müllt den Inventarplatz einfach nur komplett voll. Komponenten sollten wir immer mitnehmen. Ja, Von denen das, kannst du na nie genug klar. haben. Ja, aber Scrap Metal, das brauchen wir halt nicht. Ich habe in meinem Boot sowieso noch haufenweise Platz. Egal. Scrap Metal können wir jederzeit überall sonst besorgen. Erstmal hier, die große. Da habe ich zwei Baupläne. Einmal für ein Premium Fireplace und für eine moderne Gartenlampe. Akaya, unsere Wünsche haben sich erfüllt. Bei mir ist ein Fernseher drin. Und ich habe einen Premium. Ich habe hier einfach einen Premium-Kamin und eine moderne Gartenlampe. Wir können jetzt endlich einen Und Garten ich habe sogar haben. eine Schallplatte drin gehabt. Ja, hatte ich auch schon eine. Die habe ich aber beim Händler wieder eingetauscht direkt. Wir können endlich einen Fernseher haben. All die alten Serien, wir können sie endlich wieder sehen. Junge, warum nimmst du den ganzen Müll mit? Ich hatte gedacht, das wäre eine Kiste. So, wir haben jetzt einen komischen Kürbis. Und hast du erforscht? Ich brauche noch einen Eisenbahn. Aber wie gesagt, nicht so viel mehr herstellen, als wir gerade brauchen. So, ich guck noch mal, was ich sonst noch so brauche. Noch 8 elektronische Teile brauche ich. Haben wir ja. Ja, ich nehme einfach mal ein Paket. So, jetzt warte ich nur, dass das da fertig ist und dann haben wir die letzte Forschungsstufe. Dann haben wir für heute auf jeden Fall einiges erreicht. Also man kann nicht sagen, wir hätten keinen Fortschritt. Einiges, wir haben denn basically fast alles jetzt erreicht damit, was Forschung angeht So, zumindest. Forschungsstufe Nummer 4. Upgrade wird erforscht. Und ja, da ist das, was wir die schon die ganze Zeit haben wollen. Mach Gut, weiter. das stellen wir direkt her. Mach, schmeiß mehr Eisen rein. Biotreibstofflabor. Ja, und den Steel Furnace, den brauchen wir auch. Ein schweres Geschütz, ein schweres stationäres. Eine Sirene, ein Alarm mit hoher Tonlage. Detektor aktiviert nahegelegene Alarme, wenn Feinde den überwachten, irgendwas erreichen. Suchscheinwerfer. Bojen. Da kann man schwimmende Flaggen packen. Und Stahlofen kann verwendet werden, um Metallbahnen und so weiter zu schmelzen. Also den Biotreibstofflabor unter den Stahlofen sollten wir auf jeden Fall als nächstes machen. Weil mit dem Ja. Biotreibstofflabor können wir doch 100 pro Benzin machen. Da steht doch Used for Crafting Fu Fuel bei mir in Englisch. Haben wir eigentlich noch genug Teile dafür, um das zu machen? Den Stahlofen? Ja, Ja, elektronische Teile haben wir genau noch. genug. Genau genug haben Nee, wir ich noch habe noch dafür. viel in meinem. Ich habe noch viel in meinem. Dann können wir den eventuell sogar herstellen. Hier ist ein Reparaturhammer hin und du suchst deinen. Ich pack den jetzt hier in dein Boot. Aber mein Platz. Gib mir mal schon mal. Mein Platz. Ich habe noch mal 2 Eisenbahnen zurückbekommen. Ja, weil ich da gerade was anderes reingeschmissen habe, und zwar eine Maze. So, warte. Die Mason lohnt sich ja dann auch mitzunehmen, wenn man 2 Barren dafür bekommt. So, ist einer davon fertig? Ja. Ich will das andere erlernen. Dann fehlt jetzt nur noch das Glas. So, Glas. Wandere in meinen Besitz. Biotreibstofflabor. Ja. Wo ist es? Da. Ich bin so stolz auf dich. 8 Eisenbahn.
Ich bin nicht stolz auf dich. Ich kann doch nichts für den Preis. Alles andere ist mehr oder weniger billig, wenn man es so sehen will. Ich bin enttäuscht von dir. Wieso? Ich kann doch nichts Weil es dafür. so teuer ist. Kann ich doch nichts für. Doch, kannst du. Du meintest, dass du noch vier von den fortgeschrittenen Teilen hast, oder? Warte, ich nehme gerade die Stachelkeule und gucke, ob man die auch verschrotten kann. Nein, kann nicht zersetzt werden. Ich habe noch vier von den elektronischen Teilen bei mir. Ja, wir brauchen 15, 15 Eisenbarren für den Stahlofen. Das Zeitalter des Eisens hat begonnen. Außerdem brauchen wir noch mehr von den Teilen. Wir haben davon nicht genug. Wo ist der Stahlofen? Ja. Also auf jeden Fall zuerst das Biotreibstofflabor, damit wir Benzin machen ohne Ende. Dann haben wir eigentlich durchgespielt. Ich habe eventuell in meinem Schiff auch noch ein bisschen was. Oder da habe ich zumindest noch mal ein bisschen Holz, einen Streitkolben, der direkt da reinkommt für die zwei extra Eisen. Jetzt müssen wir nur noch einmal fortgeschrittene Teile machen und dann können wir theoretisch den Stahlofen herstellen. Aber dadurch, dass wir nicht früh genug an die Teile rankommen, kommt erstmal das Benzin. Und ich hoffe sowas von, dass wir dafür die fucking Kohle brauchen. Weil wir haben sonst zu viel davon. Wenn man das nicht für Stahl braucht in Zukunft. Den Detektor könnten wir auch sofort erforschen. Wir könnten eigentlich direkt die ganzen Dinge auch erforschen, die da in der Liste sind. Elektronische Teile haben wir mehr als genug. Ich weiß nicht, ob wir wirklich alles da direkt machen wollen, wenn ich ehrlich bin. Das stationäre schwere Geschütz. Das ist dann halt einfach nur für den Baseball, damit man sich absichern kann. Okay, Benzin ist teuer. Wo hast du das hingestellt? Wo steht es? Da, wo es brennt. Guter Hinweis. Wo brennt's nicht? Aber wir brauchen halt ganz viel von dem chemischen Zeug. Das Scheißding. Da, wo ich stehe. Aus zwei Holz und einem Chemiezeugs wird ein Fuel. Das kleine Ding. Ja. Da. Also das ist teuer, wenn man will. Das Sofern Chemiezeug kommt man. da rein. Ich finde nicht, dass das so teuer ist. Na doch, weil wir die Chemiesubstanz auch für Muni brauchen. Wobei wir das Smokeless Powder auch so finden können, so ist es nicht. Habe ich Aber mich wir überhaupt brauchen noch mehr hingestellt? Holz.
Aber jetzt können wir zumindest mit dem Benzinverbrauch So, hier ist mithalten. noch eine leere Batterie drin, die kommt direkt da rein. Doch, ich finde schon, wir können die Sachen, die wir jetzt schon erforschen können, ruhig schon mal ausgeben. Dann haben wir es von in der Liste. Aber nur weil wir jetzt aktuell reich an den Ressourcen sind, werden wir das nicht für lange sein, ist das Problem. Boje, Suchscheinwerfer, Sirene, Detektor. Aber wenigstens haben wir jetzt eine stabile Quelle für chemische Substanzen, immerhin. So, und auch noch das Schweißwerkzeug für schnelle Reparaturen. Dann Das haben wir jetzt. ja auch 100 Jahre ignoriert. So, wir können die Stehlampe erforschen, die Deckenleuchte, die Tischlampe. Jetzt fehlt nur noch das schwere stationäre Geschütz und dann haben wir vom Prinzip her alles erforscht. Wir haben alles dann erforscht, was man erforschen kann. Du bist bei der Villa, ne? Nee, ich Oder in der bin Nähe. an dir vorbeigefahren wieder. Ich bin hier gerade halt, wie gesagt, Eisen am Jagen. Und Bei hier den direkt an dir unserer Neptunen Bahn. ist der Hammerhai, ne? Ja. Dann will ich mir den auch mal endlich angucken. Beim Vergnügungspark sollte auch noch irgendwo einer rumtümpeln. So, das nächste Eisen ist auch wieder ein gutes Stück weg. Aber dann muss das, was ich jetzt gerade dabei habe, erstmal reichen. Wir haben halt gerade das Problem, wir haben keine fortgeschrittenen Teile mehr. Zumindest gerade so nicht genug, glaube ich. Ja, dieser Megaofen, der wird wahrscheinlich auch nur dafür da sein, Stahlbahnen zu machen. Hauptsächlich. Und eventuell Vermutlich. ist er auch schneller bei den Eisenproduktionen generell. Vielleicht kann man da auch mehrere reinpacken. Ist auch möglich. Das wissen wir ja alles nicht. Wir können ja aktuell erstmal nur spekulieren, weil wir können uns den eh noch nicht holen. Aber diese Uhren, die sind richtig viel wert, habe ich gemerkt. Sind halt alles Rolex. Oh, ich bin an der Neptun schon vorbei. Was für eine Insel ist das hier denn? Aber hast du irgendwie zufällig irgendwo noch Teile oder sind die zwei Teile, die wir hier noch haben, die einzigen, die wir noch haben? Ich finde es lustig, wie die eine Insel hier heißt. Wo ich gerade bin. Die heißt Gummienteninsel. Ich weiß. Und die ist böse. Ja, aber wir haben den Clan besiegt. Die schaffen wir doch auch locker. Aber die ist eigentlich für uns bestimmt. Ich meine, wir sind ja der Gummienten-Clan. So, Hammerhai. Ich will mich dir. Also diese Insel schreit quasi danach, dass es unser Eigentum ist. Da ist der Hammerhai, Leute. Ist ja nicht Nach wunderschön? Stunden siehst du ihn auch das erste Mal. Er ist wunderschön. Nachdem ich den schon zweimal platt gemacht Er habe. zieht wunderschöne Kreise. Jetzt muss sie ihn noch töten. Habe ich schon. Ich habe ihn erschossen. Ein ganzes Magazin und er war tot. Also als nächstes dann der große Umzug. Die Frage ist, welche Insel? Wir könnten ja die nehmen, die so in der Nähe von diesem Wolkenkratzer ist. Yo, ich bin mal Mega Speed. Du hast ein Jetski? Ja, das fährt mit 200 Sachen durch die Gegend. Na gut, kommt man schnell hin und her, ne? Aber der Nachteil ist, hast halt keinen Ja, aber das ist Lagerplatz. mega bockhaftig, das zu fahren. Das bockt. Ich habe mein neues Lieblingsboot gefunden. Ja, aber zum Looten lohnt sich das andere mehr. Das ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Das bockt das Boot.
Ey, der hat mein Boot geklaut. Ich will's auch mal machen. Hui. Was hast du denn noch 200 gekriegt? Einfach auf gerader Strecke halt. Jo. Aber der Wendekreis ist gigantisch. Finde ich jetzt eigentlich nicht so. Also der hat jetzt schon so ein paar Sekunden gebraucht, um zu wenden. War verdammt schnell auf jeden Fall. Und du fährst erstmal dein Boot damit zu Brei. Ey, weg da. Außerdem musst du natürlich auch Shift drücken, damit du schneller fährst. Aber ich kann ja mit bis zu 200 Sachen rumfahren. Ich bin jetzt einfach hier schon bei dieser einen komischen Insel, die wir letztens geradet haben. Iron Skull Base. Also zum Erkunden ist die definitiv echt. Junge, du fliegst damit teilweise über die Wellen. Ja, ist doch normal bei einem Jetski, bei der Geschwindigkeit, die der hat. Ich habe hier eine Raffinerie gefunden. Und eine Insel. Ruins Island. Da sind auch die Slavers drauf. Ich leere gerade mein Inventar. Ich muss hier gleich nochmal herkommen. Gleich, wir wollten jetzt doch für heute Schluss machen. Naja, erstmal muss ich gerade. Okay, jetzt verbraucht es wieder Benzin. Das heißt, jetzt kann ich wieder auch actually mich bewegen. Ich will einmal kurz die Raffinerie nochmal angucken. Weil eventuell kriegen wir da chemische Substanzen gut her. Können wir doch auch nächstes Mal. Wir haben schon 22 Uhr. Guck mal, ich fliege über die Wellen. Juhu! Ich hab's gesehen. Wie teuer war so ein Jetski? 10 Eisenbahnen, Junge. Ich habe die extra gefarmt. Ich habe keine genommen, die wir hier bereits hatten. Welche, die wir bereits hatten, welche meinst du? Ja, eben. Ich habe die nämlich alle frisch geholt. Wir haben ja viel erreicht heute. Also, Ja. Ehrleute, das war ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Sunkenlands-Stream. Das kann man nur sagen. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Und für heute würde ich auf jeden Fall sagen, dass es das dann jetzt für heute war. Also, wir sitzen jetzt hier wieder fast 4 Stunden. Bei YouTube bin ich gespannt, wie das Endvideo aussieht. Wahrscheinlich wieder nur 1 Stunde. Naja, wir haben Maximal. ja auch ziemlich viel gelootet und so. Ja, das meine ich ja. Auch bei Raft, da hat man nicht fassen können, dass ein 4-Stunden-Video am Ende nur noch 1 Stunde lang war. Weil fast 3 Stunden daraus nur Farming war. Also so wichtige Sachen, wie wir Sachen gebaut haben, habe ich da immer drin gelassen. Aber so Farming schmeiße ich immer aus dem Video raus, weil das halt für die YouTube-Zuschauer null interessant ist. Es ist für euch nicht interessant, wie wir da 5 Stunden auf Steine einschlagen beispielsweise. Oder wie wir hier Stühle zertrümmern, um an Holz zu kommen. Die meisten Leute auf YouTube haben schon keine Lust, wirklich das Video zu gucken, wenn es schon deutlich länger als eine halbe Stunde geht. Manche gucken sich gern die langen Videos an. Es gibt da auch so eine Partei. Ja, aber ein Großteil der Leute gucken sich eher kurze Videos an. Und es wird jetzt auch noch extremer wegen YouTube Shorts, TikTok. Und sowas gibt's ja jetzt mittlerweile auch auf Facebook, wie es bei den anderen beiden Plattformen da ist, also. Aber Facebook ist, sind die Jugendlichen doch schon gar nicht mehr wirklich aktiv. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Jedenfalls, Nee. Abo und ein Like auf YouTube da lassen, Follow auf Twitch und zumindest in YouTube zuschauen, sage ich hier dann schon mal ciao.